Dann gehen wir mal hier. In den Buchladen. Da haben wir nämlich ja noch eine Quest zu erledigen. Willkommen, sieh dich nur um. Entschuldige mich, ich habe hier eine Anfrage des Studentenrates. Ah ja, die habe ich gestellt und ich schätze, du willst dich darum kümmern? Wunderbar. Ja, du sagtest, du brauchst Hilfe beim Ausliefern von ein paar Büchern. Ganz genau. Normalerweise mache ich das ja selbst. Tut mir leid, dass ich dir die Arbeit aufhalten muss heute. Ja, wenn es dir nichts ausmacht, wenn ich nachfrage, gibt es einen besonderen Grund, warum das jetzt jemand anders machen soll? Ja, beschämenswerterweise schon. Ich habe nämlich den Bestellschein verlegt, den ich von der Akademie bekommen habe. Also bin ich jetzt gar nicht mehr sicher, wem ich jedes Buch hier ausliefern soll. Und deshalb dachte ich, frag am besten einen Studenten. Du bist doch vertrauter mit deinen Ausbildern als ich. Also könntest du besser ableiten, wer jetzt was bestellt haben könnte. Ah, also hast du deshalb die Anfrage beim Studentenrat gemacht. Ganz genau. Ich heure eine Teilzeitkraft an, die Student bei Tor ist. Ach nee, Entschuldigung, er hat eine Teilzeitkraft beschäftigt, die Studentin bei Tor ist, wahrscheinlich ist sie ja eine Frau. Und die hat er halt zuerst gefragt. Aber sie arbeitet heute woanders, also hatte ich nur die Möglichkeit, mich an den Studentenrat zu wenden. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Also hast du gerade Zeit? Ich möchte, dass du sie so bald wie möglich auslieferst. Ja, machen wir. Okay, ich nehme das dann mal ab. Großartig, da hast du sie. Es sind 5 Bücher. Sind ganz schön schwer, was? Also sei vorsichtig, wenn du sie trägst. Oh, da hast du keine Witze gemacht, was das Gewicht betrifft. Hat irgendjemand mehr als ein Buch bestellt? Nein, es ist immer nur ein Buch pro Person. Also 5 Lieferungen, 5 Leute, 5 Bücher. Okay, das klingt ja einfach. Sind ja auch alle unterschiedlich, also sollte ich erstmal herausfinden, welcher Ausbilder welches Buch bestellt hat. Ich fange sofort an. Ja, ich bin sicher, dass du den Job gut erledigen wirst. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe mir die Namen jetzt nicht gemerkt. Quest. Ja, anhand des Titels. Und welche Titel sind das jetzt? Wo sind die Titel? Oder habe ich die jetzt im Inventar? Ach, warte mal, die sind das, ne? Genau, das weiß ich noch. Empire's Hottest Spots. Makroökonomik. Topical Science. Moderne Kunst. Okay. Moderne Kunst ist dann natürlich da, wo Gaius jetzt rumhängt, bin ich mir ziemlich sicher. Und Hottest Spots? Das könnte fast sogar Dings sein hier. Sarah. Aber ich mache erstmal Akademie. Und da gehe ich mal. Achso, falsche Richtung. Erstmal in die Akademie überhaupt reingehen. Und entschuldigt, ich habe gerade noch ganz vergessen, ich muss ja noch angeln. Hier gibt es ja auch noch einen Angelspot. Es tut mir leid, einfach kurz vorspulen, dann ist das Angeln vorbei und dann mache ich mit der Buchlieferung weiter.
Was natürlich viel spannender ist. Nein. Der Knopf. Bad. Not bad. So haben wir es geschafft. Frage ich mich auch, wo dieser Lake Lord ist. Ob der jetzt neue Sachen für mich hat. Da muss ich auch noch mal eben vorbeischauen. Der könnte ja in diesem Teich wieder sein. Ich war, glaube ich, hier. Nee, da noch nicht. Ein weiter. Na, da ist er ja. Jetzt sind immer noch dieselben Sachen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt kaufen soll oder lieber nicht. Lass es mal. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte in die in den Kunstraum. Schaue ich mal, ob da auch ein Ausrufezeichen drin ist. Nee. Okay, klarer war es nicht. Dann muss ich wohl... hier alles absuchen. War da noch ein Buch über Kochen? Nein, ne? Ach, guck mal, da ist ja noch ein Ausrufezeichen. Oh, hallo. Hast du eine Frage? Hast du einen Augenblick Zeit?
Ausbilderin Mary unterrichtet ja sowohl Kunst als auch Hauswirtschaftslehre. Also könnte das ihr Buch sein. Hast du dieses Buch neulich mal bestellt? Reen zeigte Ausbilderin Mary die Ausgabe von Moderne Kunst, die kompletten Arbeiten. Oh ja, habe ich tatsächlich. Aber gibt es einen Grund, dass du dieses Buch hast? Ja, lustig, dass du fragst. Das ist halt die Geschichte. Naja, Reen erklärt das und dann geben wir das Buch jetzt ab. Ja, nicht so bescheiden sein. Das ist einfach noch tolle Arbeit. Ich hätte das schon eher sagen sollen. Aber vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast und es mir direkt gegeben hast. Ich bin sicher, dass dieses Buch die Qualität meines Unterrichts dramatisch verbessern wird. Du hast die Studenten sehr glücklich gemacht. Oh, das ist aber schmeichelnd. Gut, das heißt, ich muss nur nach Ausrufezeichen schauen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ich hatte nämlich keine Idee, wo sich die ganzen Lehrer alle aufhalten. Also es gibt ja noch diesen Science-Lehrer, der kriegt ja ein Buch, so wie ich das gesehen habe. Aber ansonsten der Geschichtslehrer, der will wahrscheinlich das Kriegsbuch haben, aber ich weiß ja nicht, wo die sind. Und mit den Ausrufezeichen ist es jetzt ja schon richtig banal. Guck mal, der will gar nichts haben hier. Ich dachte, der hätte auch eins genommen. Also stellvertretender Direktor Heinrich. Ah, du bist Green Schwarzer aus der Klasse von Ausbilderin Wallenstein. Was führt dich hierher? Hast du eine Minute Zeit? Ich bin sicher, dass er den Politikunterricht und den Wirtschaftsunterricht leitet. Das bedeutet, kennst du eventuell dieses Buch? Und zwar geht es um die Analyse von Makroökonomie. Ah, wie es der Zufall so will, ist es genau das Buch, das ich neulich im Buchladen bestellt habe. Aber wieso hast du das jetzt auf einmal? Warte mal, jetzt sag mir nicht, dass Wallenstein aus dir einen armseligen Dieb gemacht hat. Ihr stehlt beide Lieferungen für die Akademie, oder? Nein, jetzt lass mich doch erklären. Okay, also alles erklärt. Oh, dann möchte ich mich entschuldigen, dass ich dich so voreilig, dass ich deine Absichten so voreilig angezweifelt habe. Aber es bleibt eine andere Frage. Dein Vater ist doch Baron, oder? Also, warum macht jemand mit so wertvollem Blut solche belanglosen Arbeiten? Ja, was genau fragst du mich? Ja, ich möchte jetzt nicht die Arbeitsmoral anzweifeln oder die Wichtigkeit des Studentenrates, aber Adligen haben halt ihre Rolle zu erfüllen und das einfache Volk hat ihre Rolle zu erfüllen. Das solltest du vielleicht im Kopf behalten. Okay, ich verstehe. Und was noch wichtiger ist, du könntest eine strahlende Zukunft haben. Lass dich nicht zu sehr von Ausbilderin Wallenstein beeinflussen. Das wär's, du darfst gehen. Danke für deine Zeit. Er zielt wahrscheinlich auf den Titel des Lehrkörpers, das man am liebsten schlagen möchte. Also des hassenswertesten Lehrers.
So, jetzt ist hier ja keiner mehr. Nein, falsch. Wo können denn die anderen Leute sein? Vielleicht im Aster-Gebäude noch? 5 Bücher und ich habe erst 2 ausgeliefert. Das kann ja was geben. Ja, eins könnte ja Sarah selbst haben. Oh, guck mal, eins ist in der Bibliothek. Lehrer? Wenn das nicht Rian ist, wie kann ich dir denn heute aushelfen? Wenn du hier bist, um über Geschichte zu sprechen, habe ich sicherlich ein paar Stunden Zeit für dich. Nee, heute nicht. Ausbilder Thomas ist für Geschichte und Literatur zuständig. Das ist ja nicht schwer zu vermuten, warum er gerade als Geschichtslehrer ausgewählt wurde. Ich bin nur hier, um zu fragen, ob du dieses Buch aus dem Buchladen bestellt hast. Rian zeigt dem Ausbilder das Buch Hinter dem Krieg der Löwen. Oder Hintergründe über den Krieg der Löwen wäre vielleicht besser. Ah, du hast mein Buch. Warte, warum hast du mein Buch? Ja, das ist eine lange Geschichte. Eigentlich ist es eine kurze Geschichte, aber Rian meint, es ist eine lange Geschichte. Rian erklärt das Ganze, gibt das Buch ab. Ja, es ergibt nun alles einen Sinn. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist, um das Buch auszuliefern. Ach, das war doch überhaupt kein Problem. Übrigens, ach scheiße, hätte ich die Bücher vorher lesen sollen, hätte ich nicht gekonnt, ne? Nein. Übrigens, dieses Buch bietet einen tiefen Einblick in etliche Mysterien, die sich um den Krieg der Löwen ranken. Aber wahrscheinlich hast du anhand des Titels dasselbe selber schon vermutet. Ich hatte vor, diese Mysterien in der Klasse abzudecken. Aber ich leih's dir auch gern mal aus, falls du daran Interesse hast. Ja, ich lasse dich wissen, wenn ich die Zeit dafür finde. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich die Bücher lesen kann. Das beruhigt mich. Dann habe ich ja nichts verpasst. War hier sonst noch jemand? Also ich kann noch mal hochgucken, ob da noch jemand ist. Da steht jemand, aber... Ja... Der lernt am liebsten an seinen freien Tagen. Man muss sich aber auch mal entspannen. Man kann nicht immer nur lernen und immer nur machen. Man muss auch mal die Seele baumeln lassen. Also ich schaue noch mal. Na, hier muss ich eigentlich nirgends mehr schauen, weil sonst wäre es ja mit einem Ausrufezeichen vermerkt worden. Das heißt, 2 Bücher fehlen noch. Eins kriegt bestimmt Sarah. Okay, und dann haben wir hier noch in den Unterkünften der niederen Klassen, der unteren Klassen. Du.
Ach so, entschuldige mich, du bist klein, oder? Er ist eigentlich größer als Rean, aber trotzdem ist er klein. Komisch. Ja, bin ich. Aber wenn du mich das so fragst, musst du Rean sein. Ja, ganz genau. Rean Schwarzer von Klasse 7. Ganz zu Diensten. Ich habe gelesen, du möchtest, dass ich deinen Tutor, also deinen Nachhilfejob übernehme. Überlebe will ich ihn auch, aber übernehmen muss ich ihn auch. Ja, das stimmt. Mir ist was Dringendes dazwischen gekommen, also werde ich es heute nicht schaffen. Und deshalb habe ich direkt den Studentenrat gefragt. Wenn es dir nicht ausmacht, was ist denn so Dringendes dazwischen gekommen? Ja, die Wahrheit ist, dass meine Familie letzte Nacht Kontakt mit mir aufgenommen hat und mir mitgeteilt hat, dass meine Mutter einen Kreislaufzusammenbruch hatte, als sie auf der Arbeit war. Und das ist natürlich schrecklich. Mehr weiß ich noch nicht, aber ich habe mir schon Zugtickets besorgt und der Zug geht heute Nachmittag. Oh, da würde ich aber dasselbe machen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Das Haus, in dem du Nachhilfe abhältst, ist direkt nach Süden von diesen Schlafsälen ausgerechnet. Es ist am Fluss, du kannst es nicht verpassen. Dein Schüler ist ein Junge mit dem Namen Emil. Ich nenne ihn besser mal Emil. Und am besten sprichst du erstmal mit seiner Mutter Melissa. Wenn es darum geht, was und wie du ihm Sachen beibringst, das überlasse ich ganz dir. Und Backout heißt es, dass er es ausfallen lassen soll? Also wenn du es ausfallen lassen willst, wäre es auch okay. Oder... Ja, genau. Wenn du abspringen willst, wäre das für mich auch okay. Ich habe Melissa schon gesagt, dass du noch nicht fest zugesagt hast. Deshalb hat sie sicherlich Verständnis, wenn du es nicht einrichten kannst. Ach, danke, dass du mir die Möglichkeit einräumst. Ach so, ich hätte wahrscheinlich schon von Anfang an fragen sollen, aber bist du sicher, dass ich der Richtige dafür bin? Ich habe noch nie Nachhilfe gegeben. Ach, du bist hier Student, also solltest du auch das Wissen dafür haben. Hast du schon jemals anderen Leuten beim Lernen geholfen? Ja, ich habe meiner jüngeren Schwester schon ein paar Mal ausgeholfen, bei Dingen, die sie an der Sonntagsschule nicht begriffen hat. Siehst du, dann weißt du ja, wie das geht. Emil hat alle Bücher, die er braucht, also müsst ihr nur gemeinsam das Material durchgehen. Heute sollte es um Sphärowissenschaften gehen. Vielleicht solltest du vorher mal in der Bibliothek nachsehen, wenn du nicht ganz firm in dem Gebiet bist. Oh, danke für die Information. Nun dann, ich muss aber jetzt noch packen. Also gehe ich mal eben auf mein Zimmer zurück. Noch irgendwelche Fragen, bevor ich gehe? Nein, das, was du mir gesagt hast, reicht mir völlig. Ha, du hast mir wirklich eine Last von den Schultern genommen. Viel Glück. Ist der so unangenehm, der Emil, oder warum? Nein, wahrscheinlich will er einfach nur seine Pflicht erfüllen. Und hat er dann deshalb schon Probleme, wie er denn den Nachhilfejob absagen kann, um so nach seiner Mutter zu sehen. Rean hofft jedenfalls, dass Kleins Mutter nichts Ernstes passiert ist. Also ist das heutige Gebiet Sphärowissenschaft. Wahrscheinlich hatte er genau die richtige Idee, dass ich erstmal in der Bibliothek nachsehe. Da könnte ich auch mal mein Wissen über die Reinfort, über die Firma Reinfort auffrischen.
Und sobald ich das erledigt habe, gehe ich dann mal zu dem Haus. Ja, auch wenn ich die Sache in der Bibliothek schon gelesen habe, werde ich trotzdem mal dem Rat folgen und da hingehen. Aber eigentlich wollte ich, suchte ich ja hier jetzt nach einem Lehrer, der noch Bücher braucht. Okay, da muss ich nicht hin. Das heißt, ich gehe dann, ach guck mal, da wäre das Haus. Dann gehe ich aber doch mal erst in den Schlafsaal. Vielleicht sind ja auch beide Lehrer hier. Da nicht. Aber hier ist doch nur Sarah. Ja. Dann frage ich die mal. Hey Irene, was ist los? Oh je. Sie trinkt immer noch. Ich habe so das Gefühl, dass dieses seltsame Magazin wahrscheinlich für sie ist. Du weißt nicht zufällig, was das hier ist, oder? Reen zeigt Ausbilderin Sarah die heißesten Orte des Kaiserreiches. Also die heiß nicht im Sinne von warm, sondern wo was los ist. Hey, das ist ein Magazin, was ich mit dem Geld der Akademie gekauft habe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du das auch liest. Ja, jetzt mal keine voreiligen Schlussfolgerungen. Ja, sieht so aus, als hätte ich genau ins Schwarze getroffen. Die Wahrheit ist, naja, ein Buch ausliefern und so weiter. Danke. Das erklärt es dann. Deine Arbeit für den Studentenrat scheint ja sehr vielseitig zu sein. Nein, kann ich ja auch mal einen Blick reinwerfen. Ich glaube, sie ist die sorgenfreiste Person, der ich jemals begegnet bin. Das ist doch ein Magazin für Leute, die das Kaiserreich bereisen wollen, oder? Und das solltest du doch mit deinem eigenen Geld kaufen, nicht mit dem von der Akademie. Na, ja, es ist geht um eure Exkursion. Was? Ja, ich lese das, also könnte ich... Und daraus ergeben sich dann für mich mögliche Orte, an denen ihr Exkursionen machen könnt. Ziemlich unhöflich von dir, dass du einfach annimmst, ich würde das dazu benutzen, um meine Urlaubsreisen zu planen. Okay, verstehe. Ja, das klingt schon plausibel. Manchmal hat es nicht den Anschein, aber ich denke schon, dass sie sich immer um uns kümmert. Oh, das Getränk hier sieht aber ziemlich lecker aus. Erst der Artikel über Keldix Bier und dann das hier noch. Ah, dieses Magazin bietet einfach alles, was ein Erwachsener sich wünscht. Okay, ich nehme es alles zurück. Die einzige Person, um die sie sich kümmert, ist sie einfach selber. Okay, ich habe trotzdem noch ein fünftes Buch. Für wen kann das denn sein? Erstmal, wir sehen genau, welches ist das letzte Buch noch, was ich noch nicht ausgeliefert habe. Nicht equipped. Item wollte ich machen. Topical Science. Das muss doch in dem Schulgebäude sein. Habe ich das noch nicht gelesen? Kann ich gar nicht lesen.
Die Red Moon Sachen habe ich übrigens auch noch nicht gelesen. Ich weiß also nicht, worum es da geht. Die sind so lang. Kapitel 1 hat schon 14 Seiten. Oder hier im Buchladen. Ist da noch ein Lehrer oder ist das hier, weil Emma da ist? Ah ne, das ist, weil ich... Oder kann ich jetzt mit ihm nochmal quatschen? Kann er was kaufen? Ach so. Das muss ich dann wohl mal tun. Die Kunst einzuschlafen. Wetten, das bringt Link-Punkte mit Vieh. So. Okay, damit haben wir jetzt ein Tomatensandwich gelernt. Das hatte ich schon gelesen. Ja toll, dass er da jetzt immer wieder rausspringt, das finde ich ein bisschen nervig. Ach genau, ich muss eigentlich nur die New-Sachen. Ja, okay, das... traditionelles Bogenschießen. Ah, die Bogenschießkünste in diesem Buch sind wirklich leicht zu verstehen. Ich sollte das mal mit Alisa ausdiskutieren. Okay, auch bei Alisa steht dabei Next in Strich. Aber vielleicht ist es einfach nur, dass wir in diesem Monat oder so mit ihr da nicht höher kommen können. Hm. Okay, genau. Dieses Buch erläutert im Detail, wie man ein erholsames Nickerchen machen kann. Das wäre sicherlich ein Buch, was Vieh gerne lesen würde. Ich werde ihm mal davon erzählen. Ja, Vieh, die schläft wahrscheinlich schon mitten auf Seite 1 ein. Gut, dann... Was war da noch eins? Ach so, genau, die kaiserlichen Chroniken kann ich gar nicht lesen, weil dann sind die hier zu finden, normalerweise. Ups. Kaiserlichen Chroniken, da müssen wir leider durch. Politik. Der kaiserliche Provinzrat ist zusammengekommen. Und der setzt sich zusammen aus den vier großen Häusern und andere wichtige Adligen. Die haben sich neulich in der Kreuzenprovinz getroffen. Und zwar in Barerhard. Berichten zufolge waren die Anführer der vier großen Häuser dabei und es wurden Gegenmaßnahmen gegen die Reformpartei diskutiert. Der Sprecher dieser Truppe sagt dazu, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Traditionen unserer Nation hochzuhalten, und die dafür gesorgt haben, dass unser großartiges Land genau das ist, was es ist, sind doch die Adligen. Die sogenannten Reformer
denken, dass sie wissen, wie sie Erebonia regieren können, aber denken sie wirklich die nächsten 200 bis 300 Jahre im Voraus? Diejenigen, denen der Selbstrespekt fehlt, oder die Selbstachtung fehlt, und die nur alles an ihrem praktischen Nutzen messen, anstatt an der Abstammung und an der Kultur, die haben noch keine Ahnung davon, wie man so ein Land regiert. So, dann gibt es noch einen Aufstand in Crossbill. Berichten zufolge gab es wohl einen Aufstand im Staate Crossbill, der halt östlich liegt. Crossbill gehört ja, glaube ich, nicht zum Kaiserreich. Der Mob hat mitten in der Nacht zugeschlagen, Maschinengewehre abgefeuert, mitten auf der Straße, und man glaubt, dass es religiöse Gründe gab, also ein religiöser Kult dahinter steckt. Und die Polizei von Crossbill untersucht momentan den Vorfall. Zum Glück war die internationale Bank von Crossbill davon nicht betroffen und konnte schon am nächsten Tag wieder ganz normal ihren Geschäften nachgehen. Die Leute, die Geschäfte mit der Bank machen, können ruhig schlafen. Aha, also sieht man schon, dass was in Crossbill wirklich zählt. Solange es der Bank gut geht, geht es auch Crossbill gut. So, und dann hat Kanzler Osborne Juraj SEZ besucht, was auch immer das ist. Kanzler Osborne hat einen unerwarteten Besuch abgestattet. Ach so, das ist so eine spezielle Wirtschaftszone. Und in der letzten Zeit ist sie stark gewachsen, diese Wirtschaftszone. Er hat wahrscheinlich mit den örtlichen Verantwortlichen über Wachstumsmöglichkeiten oder Wachstumsvisionen diskutiert. Und die Leute, die dabei waren, waren total begeistert, wie dynamisch und politisch begabt der Kanzler auch ist. Und dann gab es noch einen Vorfall. Man vermutet, dass der Phantomdieb B nach Erebonia zurückgekehrt ist. Der berüchtigte Kriminelle Phantomdieb B, der einst Chaos im gesamten Kaiserreich gesät hat, ist wohl zurückgekehrt, wenn man den Berichten folgen kann. Will der hier noch mehr Ärger verbreiten? Die Militärpolizei von Heimdall wurde von ihm schon oft ausgetrickst. Und sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Okay, dann gibt es noch eine Revolution im Angelzubehör. Die Lakelord-Gesellschaft oder Firma hat ein neues Produkt vorgestellt. Und zwar den Lakelord-Stern. Diese bahnbrechende Angelrute besteht aus einem ganz neuen Material und dadurch ist sie stärker als jemals zuvor. Die daran Interessierten sollten ihren örtlichen Händler nachfragen, ob es die gibt. Okay. Genau, jetzt war ich hier im Buchladen. Händler war ich jetzt auch noch nicht. Gibt es hier neue Angelrouten?
Hier komme ich trotzdem noch nicht rein, ne? Mal sehen, ob es hier neue Sachen gibt. Nicht, dass ich mir was kaufen will. Ich habe eh kein Geld. Aber ich will es nur wissen. Ja, so ein bisschen Accessoires neu. Okay. Okay, jetzt Kombo-Sachen. Also Schutz vor einer Sache und dann nochmal Stärke oder ein Attribut plus 10. Ist ganz praktisch, aber 2700 ist weit mehr, als ich mir leisten kann. Geschweige denn, das für mehrere Leute zu kaufen. Dann haben wir hier links aber noch einen weiteren Laden. Okay, nichts, was ich jetzt gerade brauche. Kochen muss ich demnächst ja auch mal wieder ein paar Sachen. Aber ich habe jetzt momentan echt kein Geld. Ich will sparen. Ich habe noch nicht mal für alle die aktuelle Waffe. So, dann haben wir noch den Laden da hinten. Den Pfandleiher. Okay, da gibt es diese Sachen. Okay, ich habe doch eine ganze Menge Geld, aber ich will erstmal gucken, was ich so noch brauche. Also bevor ich dann ins alte Schulgebäude gehe, da kann es sein, dass ich noch Geld ausgebe, aber... Okay, den Köder könnte ich in U-Material umwandeln oder ich kann, nein, ich brauche U-Material, dann kann ich ein Groundbait erstellen, so rum ist das. Ja, der guckt sich gerade die Pferdewetten an. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hin muss. Das Haus ist ja wegen Nachhilfe. Also gehe ich doch nochmal in die Akademie. Es war ja irgend so ein Buch für diesen Wissenschaftslehrer. Hier ist nichts zu sehen. Dann gehe ich nochmal zum alten Schulgebäude. Ne, da ist aber nur die Quest. Das will ich jetzt natürlich nicht tun. Dann gehe ich ins Hauptgebäude. Erdgeschoss. Habe ich im Erdgeschoss überhaupt schon geguckt? Ich weiß es nämlich gar nicht. Doch, habe ich. Vielleicht auf dem Dach, da war ich noch nicht. Ich glaube, das Dach habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Tatsächlich auf dem Dach, ey. Das ist wirklich... Das hat mit Logik jetzt auch nichts zu tun. Man muss, wenn jetzt die grünen Ausrufezeichen nicht da wären, dann müsste man wirklich das gesamte Gelände absuchen, mit jedem reden und so. Also sonst von der Logik her würde es mir eigentlich besser gefallen, wenn man sich angucken muss, aha, das ist ein Buch für den Wissenschaftler und der ist in seinem Wissenschaftsraum oder so. Aber hier ist es ja einfach nur eine Jagd nach den Ausrufezeichen. Oh, Rien, oder? Was brauchst du denn?
nur einen Moment deiner Zeit. Ausbilder Makarov unterrichtet Naturwissenschaften und Sphäro-Ingenieurwesen. Also könnte dieses Buch für ihn sein. Hast du dieses Buch kürzlich im Buchladen bestellt? Topical Science. Ja, ich habe ein Abo für diese Zeitschrift in dem Buchladen. Aber was machst du damit? Ja, es sieht folgendermaßen aus. Green erklärt die Situation und gibt Ausbilder Makarov das Buch. Okay, das wär's dann. Danke. Wenn du also neben deiner ganzen Schularbeit dann noch die Gefallen für den Studentenrat, du musst ein ziemlich beschäftiger Typ sein. Ja, das kann ich nicht abstreiten. Wechseln wir mal kurz das Thema für eine Minute. Darf ich fragen, was du hier machst? Ich gehe gerade meinen Pflichten als Lehrer aus dem Weg. Sieht man das nicht? Ja, alles klar, wie dumm von mir. Aber es gibt doch ein paar Sachen, die du vielleicht besser nicht laut vor deinen hart arbeitenden Studenten erwähnen solltest. Ja, ist aber cool. Ich arbeite immerhin genug, dass sie mich nicht rausschmeißen. Solltest du auch mal probieren. Also, brauchst du es jetzt nicht persönlich zu nehmen, aber ich glaube, du arbeitest einfach zu hart. Heute ist doch dein freier Tag. Könntest du dich ein bisschen ausruhen? Die harte Arbeit wird dich schon wieder einholen, wenn du sie nicht einholst. Ja, das ist ein gutes Argument. Ja, ich hätte das jetzt nicht von ihm erwartet. Wahrscheinlich denkt er über die Studenten auf seine ganz eigene Art und Weise. Aber egal, danke, dass du mir das Magazin gebracht hast. Wir sehen uns dann später. Ja, danke für die Zeit. Okay, das wären dann alle 5 Bücher gewesen. Dann erstatte ich mal besser Keens Bericht. Dann gehen wir doch mal wieder zum Eingang. Dann nach Trista. Dann zum Buchladen. Wie scheint, hast du all deine Lieferungen durchgeführt. Du warst eine große Hilfe, danke. Jetzt muss ich doch wissen, was Boon ist, wenn schon zweimal erwähnt wird. Achso, ein Segen. Ja, ist doch immer schön, ein Segen zu sein. Hier, aus Zeichen der Dankbarkeit möchte ich dir etwas schenken. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. 3x Groundbait nehme ich gerne. Oh ja, die werden bestimmt nützlich sein. Vielen Dank. Ja, ich kann nicht oft genug sagen, wie dankbar ich dir bin. Falls ich wieder mal ein Problem habe, wirst du der Erste sein, den ich um Hilfe bitte. Ja, ich helfe immer gerne. Wir sehen uns dann später. Ja, mit den Groundbaits muss ich vielleicht im Internet nochmal nachschlagen, ob ich die jetzt einfach so hemmungslos verbrauchen soll oder was ich damit mache. Ach so, genau, ich müsste eigentlich noch in die Bibliothek.
kann auch mal ein bisschen rennen, ne? Geht schneller. So, und dann? Die Bücher habe ich doch schon gelesen. Ja, ich will jetzt die ganzen Bücher da über Sphärotechnik und so nicht normal lesen. Ich hoffe, ich habe sie noch im Kopf. Das ist ja schon 2 Wochen her oder so, dass ich die gelesen habe. Oder ne, wann war Lesestunde? War das nach Folge 11 oder so? Und jetzt haben wir hier... Ah doch, das kommt mit 2 Wochen hin. So, nächste links abbiegen. Entschuldige mich, ich wurde hierher geschickt von einem Schüler der 2. Jahrgangsstufe. Klein. Oh, du musst sein Ersatz sein. Wie besonnen von ihm, dass er für Ersatz gesorgt hat. Hast du gerade Zeit, Emil Nachhilfe zu geben? Klar, machen wir. Oh, vielen Dank. Dann bringe ich dich mal auf dein Zimmer. Der ist aber klein. Also eigentlich müsste ich theoretisch alles, was der lernen soll, sowieso wissen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rean Schwarzer. Ich bin Student der 1. Jahrgangsstufe und Mitglied von Klasse 7. Freut mich, dich kennenzulernen. Danke, mir auch. Also, wollen wir anfangen? Wir nehmen heute Sphärowissenschaften durch, richtig? Ja, das stimmt. Ich habe schon mein Aufgabenbuch bereitgelegt. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Fragen beantworten. Seite 40 also. Also beschäftigen wir uns mehr mit der geschichtlichen Seite. Ganz genau. Letztes Mal haben Klein und ich uns mit den Anfängen der Sphärorevolution beschäftigt. Und es verdient wirklich den Namen Revolution, weil es das Leben von so vielen Menschen so schnell und so intensiv verändert hat. Ich bin sicher, du weißt die Antwort, aber ich möchte meine eigene Erinnerung auffrischen. Wie lange ist es her, dass die Sphärorevolution stattfand? Da würde ich mal sagen 50 Jahre. Ungefähr 50 Jahre. Ah, das war ja mal eine einfache Frage. Das ist ungefähr 50 Jahre her. Ja, bei dir klingt es so, als wäre das Allgemeinwissen. Ich hätte wissen sollen, dass du ein kluges Köpfchen bist. Schließlich studierst du ja bei Thor. Ja, übertreib jetzt mal nicht. Um jetzt mal weiterzumachen, weißt du, wer die Augments erfunden hat? Also die... Fassungen. Ich würde jetzt sagen, das war Professor Epstein, oder? Und Reinford Company. Professor Epstein. Das wäre dann wohl Professor Epstein. Und wo wir gerade von ihm sprechen, es war doch im Jahre 1155, nur ein Jahr nach seinem Tod,
als die Epstein-Stiftung durch seine fähigen Schüler gegründet wurde. Oh wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, all das von dir zu hören. Du bist wirklich fantastisch. Ach, das stimmt doch gar nicht. So wie ich die Dinge erkläre, sind sie wahrscheinlich sogar noch schwieriger zu verstehen. Egal, jedenfalls sollten wir erstmal über die Themen als Wiederauffrischung reden. Und danach nehmen wir dann alles durch, was bis zum Jahre 1170 nach dem Septinischen Kalender geschehen ist. Ja, klingt doch prima. Oh gut, es waren nur zwei Fragen. Ich hoffe, es kommt keine mehr. Ich weiß ja nicht, ob ich alles beantworten kann. Aber der Epstein, der ist halt so oft gefallen und auch, dass das 50 Jahre her war, das habe ich ja nicht nur einmal in der Bibliothek gelesen. Das wurde mir, glaube ich, 5-6 Mal in dem Spiel schon gesagt. Ja, und das wär's dann. Hast du das alles jetzt begriffen? Ja, ich sollte jetzt alles drauf haben. Und ich muss zugeben, ich bin ein wenig überrascht. Es ist schwer zu glauben, dass eine Firma so riesig wie die Firma Rheinfort einmal mit einer einzigen Fabrik angefangen hat. Ja, tatsächlich. Die Sphärorevolution hat einfach überall große Spuren hinterlassen, oder? Ja. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die Transformation der Rheinfort-Fabrik in einen so riesigen Konzern eine der wichtigsten Veränderungen war. Ja, es hat sicherlich auch großen Einfluss auf Semoria gehabt. Dem muss ich zustimmen. Und deshalb wollte ich noch was fragen. Nein! Was war nochmal das Spezialgebiet der Rheinfort Factory? Das Buch beschreibt das nicht deutlich. Ich glaube, die haben Waffen gemacht, oder? Ja, Waffen. Die waren spezialisiert in Waffen, Gewehre und Artillerie. Die Fabrik gab es ja schon lange Zeit. Die soll es im Mittelalter schon gegeben haben. Oh, das ist aber faszinierend. Vielen Dank, dass ich das alles erfahren durfte. Ich bin beeindruckt von deinem großen Wissen. Ah, ich mache doch nur meinen Job. Ja, Stundenende. Okay, dann wär's das für heute. Ja, ist doch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Also gut. Es war mir eine große Freude, dich als Nachhilfelehrer zu haben. Danke, dass du dich um Klein ausgeholfen hast. Emil hat heute wohl eine Menge gelernt. Ja, er ist ein großartiger Lehrer. Ich denke, er ist ein genauso guter Lehrer wie Klein. Oh, das ist aber eine Ehre für mich. Ach, es freut mich, dass es meinem Sohn gut geht. Nun denn, ich muss dir noch etwas als Dank geben. Auch 2000 Mira. Da kann man sich ja schon mal so 6 bis 8 Getränke in der Cafeteria holen. Danke. Warte mal, Mira, ich kann das doch nicht annehmen. Warum denn nicht? Ja, Leute werden doch für ihre Arbeit bezahlt. Na gut. Kam jetzt aber gar nicht so wie Arbeit vor. Aber es wäre jetzt auch unhöflich, das Geld zurückzuweisen. Nun, wenn ihr das darauf besteht, vielen Dank.
Ach, kein Problem, gern geschehen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Kleins Platz eingenommen hast. So, jetzt haben wir die Bonding-Events gemacht, wir haben die Nebenquests gemacht. Das heißt, es ist für mich jetzt an der Zeit, einen Blick auf den Zettel zu werfen, ob ich noch Dinge tun muss, bevor wir die Hauptquest angehen können. Und auf meinem Zettel steht... Bonding-Events, okay, dann... Oh, ich muss mit George reden. Ich muss die imperialen Chroniken kaufen, das habe ich gemacht. Right. Ich muss diese Sandwiches kaufen, damit ich ein Tomato-Sandwich erstellen kann, das habe ich gemacht. Ich muss erebonianische Folklore lesen, das habe ich gemacht. Ja, und das bleibt also George. Und danach kann ich zum alten Schulgebäude. Ja. Guck mal, ohne meinen Zettel hätte ich George übersehen. Wobei es natürlich schon sein kann, dass ich vor dem Schulgebäude nochmal die alle Läden abgegangen wäre. Und einfach nur, weil ich gedacht hätte, dass vielleicht George irgendwas Neues verkauft, dass ich dann da vorbeigeschaut hätte. Aber das kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, weiß man nicht. So, wo war der jetzt? Ach da, okay, ja. Renn doch mal. So. Warum sitzt er denn da hinten? Und damit wären wir fertig. Endlich. Was hast du gemacht? Ja, ich habe den Bericht über das Sphärorad geschrieben. Der Bericht geht an das Institut für Technologie, an das Rohr-Institut für Technologie. Es ist eine Schande, dass ich es nicht einfach über das Sphäronet schreiben kann. Wir haben das gerade erst gestern gelernt in der Klasse, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten daran zu glauben, dass es wirklich in Entwicklung ist. Ein vereinigtes Netzwerk für Computer, mit dem man Informationen austauschen kann, das klingt einfach zu hilfreich, um wahr zu sein. Ja, klingt wohl so. Wenn es erstmal komplett eingerichtet und verteilt ist, dann wird die Welt zu einem anderen Ort. Es ist jetzt ja noch in der Testphase. Und deshalb haben nur ein paar wenige glückliche Plätze Zugriff. Unglücklicherweise verbindet uns noch kein Kabel mit Rohr, also kann ich auch keine Berichte an die schicken. Ach, das heißt, wir haben Zugriff zu dem Netz, aber Rohr halt nicht. Okay, dann schaue ich mal noch einmal Talk. Ja, bla bla. Jetzt weiß ich gar nicht, ist da was Neues bei? Ach guck mal, den Mute kann ich jetzt auch kaufen für 150 Wasser. Dann muss ich meine 50 Anglerpunkte dafür nicht ausgeben. Und ansonsten, Blind ist neu. Die anderen Sachen, die konnte ich vorher schon kaufen. Ja, das muss ich mir in Ruhe anschauen. Da brauche ich bestimmt eine halbe Stunde, um zu überlegen, ob ich irgendwas davon haben will. Bei den Slots genauso. Ich habe ja jetzt nicht so viel Septit gesammelt. Bis auf Feuer habe ich jede Menge. Ach, ich muss die gar nicht in der Reihenfolge öffnen. Ich kann jetzt einfach den öffnen. Nee, das geht doch nicht, oder? Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht riskieren.
Cover. Okay. Okay, das sind die Sachen. Customize Weapon. Habe ich für nichts das Material. Und Shop. EP Charge brauche ich nicht. Ach, guck mal, es gibt einen neuen Master Quartz. Ja, die Quarze will ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe schon im Kampf festgestellt, also gerade in meinem ersten Prüfungskampf, dass ich mit diesem Scepter Quarz den Kampf gar nicht geschafft habe, sondern dass Green seinen Standardquarz nutzen musste. Aber dennoch glaube ich, dass jeder Quarz zur richtigen Zeit seine gute Wirkung entfalten kann. Deshalb werde ich die auch kaufen. Und dieser hat zumindest Airstrike und Breath schon mal. Ach, der ist schon Level 2 von Anfang an. Deshalb hat er wohl schon zwei Fähigkeiten. Und er kann vor Statusveränderungen schützen, aber nur 25% Chance. Solche Sachen mag ich eigentlich nicht so richtig gerne. Aber er bringt 500 Hitpoints, 500 EP und sonst noch ganz gute Attributswerte. Ich weiß noch nicht, für wen ich den nehme, aber ich will die auf jeden Fall alle haben. So, was gab es sonst noch? Silent Exchange, ja, gut. Da waren wieder Ordnance, okay. Alles klar. Das heißt, wir sehen uns dann am Anfang des Schulgebäudes wieder, morgen. Und in der Zwischenzeit schaue ich mal, ob ich noch ein bisschen was an der Ausrüstung verbessern kann. Oder mir vielleicht noch den einen oder anderen Quarz-Slot freischalte. Gut, wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Dann bis morgen. Tschüss!